Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel am Freitag um 18.30 Uhr bei Hannover 96. Ich begrüße dazu ganz herzlich an meiner Seite unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und Frank, in dieser kurzen Woche, ich darf dich einmal um den aktuellen Personalstand bitten. Ja, Gianni Mollo, Tim Siersleben ist klar, fallen noch aus. Marnon Busch und Patrick Meinka sind leicht angeschlagen aus dem Spiel, muskuläre Geschichten. Ich hoffe aber, dass das kein Problem ist fürs Wochenende und der Rest war komplett die ganze Woche im Training. Vielen Dank soweit. Und jetzt eure Fragen zum Spiel am Freitag. Wer macht den Anfang? Edgar Deibert, halt nochmal Zeitung, bitte. Eine Frage noch zum Spiel gegen Rostock. Die Frage war, ob die beiden Gegentore nach Torwartfehlern gefallen sind. Wie sehen Sie das? Also wie sehen Sie vor allem das den Ausgleich? Zunächst mal habe ich mir die Frage nicht gestellt, ob das ein Torwartfehler war und das Tor, das wir machen. Was Tim macht, ist einfach der Vorteil für Tim, dass er einfach mit Anlauf kommt und natürlich deutlich höher abspringen kann. Klar, kann da wahrscheinlich Kulke nochmal anders eingreifen. Und bei uns im Gegentor, wenn man die Entstehung sieht mit dem Einwurf in der Situation, dann haben wir in der Situation dann auch 3-4 Spieler gehabt, die nicht eingegriffen haben, so wie man eingreifen muss. Wir müssen das vorher erledigen und aus der kurzen Distanz, dass der Ball dann durch die Füße geht, das ist passiert, aber das ist für mich kein Torwartfehler. Thomas Stefko, Radio 7, bitte. Hannover ist ja hart unter Druck, ja, fehlstark hingelegt, wenn man das sagen will. Trifft es das Bild vom angeschlagenen Boxer, der wahrscheinlich besonders gefährlich ist? Also man sich nicht darauf verlassen kann, dass es bei denen jetzt so schlecht weiterläuft wie bisher, wo man aufpassen muss? Oder wie sehen Sie die Partie? Ja, ob das dann so ist, das wird man dann im Spiel sehen. Fakt ist, wenn man dann hört, wie das beurteilt wird aus Hannover, dann sind sie natürlich alles andere als zufrieden damit. Gerade was Mentalität betrifft, was die letzten 2 Spiele gegen Rostock und gegen Dresden, gegen 2 Aufsteiger, da waren sie alles andere als zufrieden. Nichtsdestotrotz, wenn man dann aber das erste Spiel nimmt gegen Bremen, das müssen sie eigentlich gewinnen auswärts, da haben sie ein gutes Spiel gemacht. Momentan ist so, dass viel steht und fällt mit Marvin Ducksch vorne, der für mich gerade in Bremen ein herausragendes Spiel gemacht hat, vielleicht noch das ein oder andere Tor hätte mehr machen können. Ein Spieler, der immer in der Linie lauert, der nach wie vor gefährlich ist, hat letztes Jahr, glaube ich, 16 Tore gemacht. Sie haben ein paar Neuzugänge, die auch Qualität haben. Wenn man Sebastian Ernst nimmt im zentralen Mittelfeld, also eine Mannschaft, die auch Qualitäten hat, aber sich auch finden muss. Und die zweite Liga, das haben wir jetzt in den letzten Spielen ja auch gesehen und das wissen wir, weil wir selber so eine Spielweise haben, kommt halt viel über Mentalität, über die maximale Einstellung mit hohen Laufparametern und Zweikämpfen. Ohne den geht es nicht. Und wir stellen uns schon darauf ein, dass Hannover jetzt vor allen Dingen nach der Niederlage zu Hause gegen Rostock, wo sie 3-0 verloren haben, natürlich damit nicht zufrieden sein wird und natürlich das gegen uns anders gestalten wird. Aber am Ende ist die Frage, wie setzt man das um auf dem Platz? Das gilt sowohl für Hannover wie für uns. Timo Lemmer hat alle Nachrichten, bitte. Ja, wie wollt ihr es denn umsetzen? Also wie geht ihr in dieses Spiel rein? Vielleicht abwarten, was Hannover macht, dass er auch reagiert, vielleicht Konter geht. Ja, das wie immer. Natürlich, jede Mannschaft hat vor dem Spiel das Ziel, Spiele zu gewinnen. Das ist ja erstmal logisch. So gehen wir auch in das Spiel rein. Wir fahren nach Hannover und wollen das Spiel gewinnen. Aber die Frage ist natürlich, wie ist der Weg dorthin? Welche Verhaltensweisen hat man? Ich glaube, dass es wichtig für uns ist, insbesondere Kaiser und Ernst, wie ich es eben gesagt habe, die im Spiel unheimlich flexibel sind, die technisch sehr gut sind, die versuchen natürlich mit ihr im Aufbauspiel dann ihre Akzente zu setzen, um das Tempo über außen, aber auch Marvin Ducksch vor allen Dingen einzusetzen, der immer an der Abseitslinie lauert, der immer wieder sehr gute Tiefenlaufwege hat, der nicht lang fackelt und guten Abschluss hat. Das sind die Dinge, die wir verhindern wollen. Und der Offensive hat man gesehen, dass wenn Hannover das Spiel machen muss, wenn sie rausrücken, dass sie gerade gegen Dresden, aber auch gegen Hannover Ballverluste gehabt haben, die ihnen dann am Ende wehgetan haben. Also ich glaube, dass es jetzt nicht unbedingt darum geht, pausenlos zu pressen und ständig Druck auf den Ball zu haben. Wichtig ist, dass man die Balleroberungen dann so hat, dass man trotzdem noch nicht zu weit den Weg zum Tor hat. Und ja, wir orientieren uns an dem, was wir zuletzt gezeigt haben auch. Das hat man auch in der Analyse jetzt gesehen, wiederholt gegen Rostock. Wir sind zu relativ guten Möglichkeiten um den 16er gekommen. Aber da, wo es zählt, da sind wir dann nicht richtig zum Abschluss gekommen. Einmal haben wir uns den Ball selber geklaut. Wo wir in der besseren Position waren, dann war es wieder so, dass wir gerade, was wir viel trainiert haben, so diese Flankenqualität nicht so umsetzen konnten, obwohl wir weniger hatten wie im Pokalspiel, um dann erfolgreich zu werden.
Und ich habe es gesagt nach dem Spiel, diese Kontersituationen, wo Rostock ungeordnet war, das haben wir nicht sauber ausgespielt. Das sind alles Dinge, die wir besser machen müssen, um dann auch zu mehr klaren Torchancen zu kommen und vor allen Dingen auch Tore zu machen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt erst 2 Gegentore zugelassen. Das zeigt auch, dass wir, ja, wenn uns das weiter so gelingt, in jedem Spiel um 3 Punkte spielen. Und das ist die Basis und das ist das Allerwichtigste. Und das wird auch gelten für das Spiel, vor allen Dingen jetzt in Hannover, um dann auch wieder erfolgreich zu sein. Nochmal Thomas Stefko, Radio 7, bitte. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das, was auch Sie besonders jetzt erfreuen, dass die Defensive relativ gut gestanden ist in den ersten 3 Spielen? Oder? Also in Ingolstadt sind wir überhaupt nicht gut gestanden, aber dafür in allen anderen Spielen insgesamt, wenn man jetzt mal gerade die 90 Minuten nimmt, dann haben wir sehr wenig zugelassen. Das zeigen auch die Daten. Da ist es schwer gegen uns, da braucht der Gegner viele Anläufe, um zu Toren zu kommen und zu Torchancen zu kommen. Aber da sind wir auch eingespielt. Das war auch unser Plus die letzten Jahre, da kennt man sich, das ist eine Stärke von uns. Die brauchen wir aber immer wieder, um erfolgreich zu sein. Wo sicherlich das größte Verbesserungspotenzial liegt, ist nicht unbedingt im Spielaufbau, aber vor allen Dingen, sage ich mal, im letzten Drittel, wenn es darum geht, Torchancen rauszuspielen, Ballkontrolle zu haben, Ruhe am Ball, sauberes Passspiel, Tempowechsel, Tiefenlaufwege, aber eben dann auch die Ruhe und die Entschlossenheit beim Torabschluss. Und ja, wir sind am Anfang der Saison. Es steht immer ein Gegner auf dem Platz. Wir haben sehr motivierte Gegner gegen uns gehabt in den ersten 4 Spielen, wenn man das Pokalspiel nimmt. Da ist es auch nicht so einfach. Für uns auch ein bisschen ungewohnt, dass wir meistens mehr Ballbesitz gehabt haben, also auch mehr fürs Spiel tun mussten, was wir auch gemacht haben. Und deswegen, die Leistung war mit Sicherheit nicht schlecht in den ersten Spielen, ausgenommen in Ingolstadt. Da hat man Glück, dass wir das Spiel gewonnen haben. Aber wenn man die 3 anderen Spiele nimmt, dann war das schon okay. Aber du musst es immer zu Ende bringen. Und das bedeutet dann mehr Ruhe am Ball. Ich habe es gesagt, mehr Konsequenz dann auch in und um den 16er, um dann die Qualität der Torchancen zu erhöhen und logischerweise dann auch mehr Tore draus machen zu können. Kann man sowas im Training simulieren? Also solche Situationen? Ja, also wir treffen uns im Training nicht, um die Kameradschaft jeden Tag voranzubringen, sondern um genau diese Dinge zu trainieren. Natürlich, also die Abgeklärtheit und die Ruhe, die sie fordern, kann man sowas auch trainieren? Natürlich kann man das trainieren, indem man viele Formen hat, wo man Gegner- und Zeitdruck hat, wo man klare Entscheidungen treffen muss. Also wenn man das nicht trainieren kann, dann weiß ich nicht, was man sonst dran noch machen soll. Timo Lemmer hat eine Nachrichten, bitte. Ich finde es derzeit am spannendsten, so die Zentrale bei dir, wo du ja durchaus viele Möglichkeiten hast. Jetzt hat der Schöpfner gespielt, aus meiner Sicht auch gut gespielt. Brunic ist da noch, zum Beispiel Geipel ist jetzt auch noch im Hintergrund, selbst als Hintergrund. Merkst du da irgendwie besonders bei den 4 jetzt, wenn ich die jetzt mal rausnehme, dass der Konkurrenzdruck dran ist, dass der Geipel jetzt Druck macht, dass er jetzt auch endlich spielen will? Ist da eine besondere Konkurrenzsituation auszumachen? Du hast einen ganz wichtigen Spieler noch vergessen, Norman Teuerkauf, der gespielt hat. Und wir haben eine Vorbereitung gehabt, da ging es dann für die Spieler darum, sich zu platzieren, sich die Position zu holen. Und natürlich sieht man jetzt, dass auch mal eine taktische Änderung, gerade nach dem Pokalspiel, wo mir wichtig war, mit Jan Schöppner gegen Ingelsen einen Spieler zu haben, der erstens in der Luft dagegen halten kann, aber auch die tiefen Laufwege. Ingelsen hat viel Tempo dann mitzugehen und er hat für mich ein gutes Spiel gemacht. Sein erstes Spiel von Anfang an und hat man gesehen, dass er da auch eine gewisse Stabilität auch reingebracht hat, gerade in Umschaltsituationen. Und es hängt immer davon ab, wir haben jetzt mit Raude gespielt, dann gibt es mehr zentrale Positionen zu vergeben. Davor haben wir im 4-4-2 gespielt, da gab es eben nur 2 Positionen und das ist wirklich dann auch eine Position, wo es so ein Spieltag zu Spieltag dann auch Veränderungen geben kann, was erstens mal die Grundausrichtung betrifft. Aber die Spieler, die Leistung bringen, die werden spielen. Und da müssen die jetzt weniger gespielt haben, müssen schon noch zeigen, dass sie den Platz wollen und dass sie da vorbei wollen. Und es geht nur über Leistung im Training, um dann die Chance zu bekommen. Nochmal Timo Lemmert, alle Nachrichten, bitte. Über einzelne Personal, redest du ja nicht so gerne, jetzt hast du teuer selbst reingebracht, hast du natürlich auch. Du hast ihn vergessen. Ich habe ihn vergessen, ja. Aber da fällt es mir jetzt ein, dass du den hast, er hat ja in Zentrale gespielt, also angestammte Position von früher sozusagen noch, aber bei dir ist ja die angestammte Position eigentlich links hinten. Wo bist du denn stärker oder entscheidest du dann situativ auf den Gegner bezogen? Das hat jetzt eine Rolle gespielt, definitiv. Wobei es natürlich so ist, dass auch der Teuer sich gern auf einer Position dann auch einspielt. Aber ich glaube,
Auf der anderen Seite, das weiß er auch, ist seine Stärke, dass er eben fast überall spielen kann, was die Defensivpositionen betrifft. Und ich werde ihn da einsetzen, wo ich der Meinung bin, dass er für das jeweilige Spiel am wichtigsten ist. Das habe ich mit ihm auch so besprochen vor der Saison. Also er soll kein Springer sein, aber trotzdem ist eine Stärke von ihm. Er ist ein erfahrener Spieler. Und gerade auf der Sechserposition ist er natürlich mit seiner Erfahrung vielleicht am wichtigsten, weil er viele Dinge im Vorfeld klären kann, weil er genau weiß, was die eigene Mannschaft, aber auch der Gegner in gewissen Situationen braucht. Aber jetzt war es eben so, dass ich Jan Schöppner da vorgezogen habe, dass wir auch ein bisschen anders gespielt haben von der Grundordnung her und er dann auch wichtig war als Linksverteidiger. Aber da möchte ich mich jetzt nicht drauf festlegen, was die nächsten Wochen und Monate betrifft. Und am Ende ist wahrscheinlich auch bei ihm so, nicht wahrscheinlich, ist auch so, Hauptsache er spielt.